Hallo Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Ja, ich habe heute so einen neuen Selfie-Stab geholt. Mit dem kann man das Handy ganz weit positionieren. Und damit bin ich jetzt auch beweglicher und ich kann damit auch besser kochen und euch zeigen, wie ich das koche. Und da habe ich mir gleich gedacht, packst du mal die Chance am Schopf und zeigst ihnen ein türkisches Gericht. Das ist vegan. Es gibt sehr viele türkische Gerichte, die vegan sind. Die werde ich so nach und nach euch zeigen und vorkochen. Und die sind relativ einfach. Ja, und für dieses türkische Gericht, das sind gefüllte grüne Paprikaschoten mit einer ganz leckeren Reisfüllung. Und ich werde euch das mal zeigen. Ja, und zwar werden dafür wird dafür benötigt einmal Petersilie. Das sind diese grünen kleinen Paprikaschoten, die gibt es im türkischen Laden. Die haben diese Größe wie die normalen Paprikaschoten. Davon habe ich zwei Pakete. Dann haben wir hier Korinthen. Die geben so ein bisschen leichte Süße in das Gericht, aber das schmeckt so gut. Dann gibt es hier Pinienkerne. Eigentlich nimmt man hier zu Risotto-Eis, aber ich nehme Vollkornreis. Das ist einfach gesünder. Dann gibt es Minze als Gewürz. Zimt. Zimt kommt in viele Gerichte rein. Das ist auch in der marokkanischen und arabischen Küche so. Pfeffer. Salz. Da ist nicht mehr viel drin, das ist Kräutersalz, damit es nicht zu viel Salz verbrauche. Und Zwiebeln. So, und Action! So, jetzt habe ich alles vorbereitet. Die Zwiebeln sind schon alle klein geschnitten. Die Petersilie auch klein gehackt. Die Gewürze, ein Teelöffel Minze, ein Teelöffel Zimt. Zwei Teelöffel Salz sind da drin und Pfeffer. Die Korinthen, die sind hier drin ein bisschen schwer zu sehen, die sind eingeweicht. Und die Pinienkerne, die bleiben erstmal. So, jetzt packe ich die Zwiebeln rein. Paprikaschoten habe ich auch alles schon enthüllt. Aber das wird ja noch nicht rein gemacht. Daher ist es jetzt erstmal egal. So, schön anbraten die Zwiebeln. Ich nehme sonst immer rote, aber es gab keine roten. Darum diesmal weiße Zwiebeln. Das macht schon Hunger. Ach ja! Ich habe einen Teelöffel, diesen Teelöffel, mit Olivenöl reingemacht und habe das ausgestrichen, damit nicht zu viel Fett benutzt wird. Mit dem Pinsel einfach anstreichen. Und ihr seht, das bratet auch an mit einem Teelöffel. So viel braucht man gar nicht an Fett. So. Lecker, lecker, lecker. Und jetzt mache ich die Pinienkerne rein. Damit die auch schön rösten. Damit die schön braun werden. Schmeckt so lecker, wenn die braun sind. Schmeckt mal richtig aus. Oh, das dampft, man erkennt gar nichts. Ich dachte schon, das ist gar nicht, wird gar nicht gefilmt. Schon Panik geschoben. Ich hoffe auch, dass der Ton gut ist. Yummy, ich krieg jetzt schon Hunger.
Ist das lecker! Oh Mann! Seht ihr das? Auch wenn ihr das riechen könntet. So yummy riecht das. So, ich werde mal die Korinthen. Ah ne, das wird jetzt schwierig. Jetzt habe ich den Reis schon da drin. Egal. Okay, so jetzt kommen die Gewürze rein, damit die auch noch das ganze Aroma aufsaugen. Vor allem der Zimt, das riecht so gut und es schmeckt so lecker mit dem Zimt. Könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. So, und dann kommt jetzt noch der Reis rein. Oh, wenn ich Geruchsvideo geben würde. Und die Korinthen lief ich ab. Kommen auch gleich da rein. Nicht mehr viel zu erkennen hier. Schaut mal die leckere Farbe an von dem Ganzen. Ich liebe das. Fast dieselbe Füllung machen, also dieselbe Füllung kann man auch für gefüllte Weinblätter benutzen übrigens. Schmeckt auch gut. Mit einem Arm ist aber echt schwierig hier zu kochen. So, jetzt kommen die Korinthen rein. Das riecht so gut alles. Ich mache Korinthen gerne, viele rein, weil ich einfach diese Süße in Kombi mit diesen Pinienkernen so liebe. Wahnsinn. So, und dann die Petersilie. Mal, wie toll das aussieht. Lecker. Das wackelt hier hin und her. So, und dann kommt noch Wasser rein. 2 Tassen etwa. Und dann muss das alles köcheln und ja, quellen. Und dann füllt man die in die Paprika rein. Ich melde mich zurück, wenn es soweit ist. So, jetzt ist das Ganze gefüllt. Ich habe das alles, und das war halt schon leicht, also das war schon fast aufgequollen, also es muss nicht ganz aufgequollen sein. Habe ich alles in die Paprikaschoten gefüllt. Noch 1,5 Tassen Wasser dazu, ein bisschen leicht gesalzenes Wasser und dann köchelt das jetzt alles nochmal. Und zwar 15 bis 20 Minuten muss das köcheln und es schmeckt so gut. Die kommen wie süß und diese grünen Paprikaschoten, das ist echt vorzüglich. Also, ich hoffe, dass ihr das nachmacht und dass es euch gefällt. Tschüss!